wenn noch die Wahlen zum Bundesfrauenrat. Zunächst zur Wahl der Delegierten zum Länderrat. Wir wählen 5 Delegierte und danach nochmal 5 Ersatzdelegierte. Das Verfahren vor: jeder oder jede Bewerberin hat 3 Minuten Redezeit zur Vorstellung. Es gibt 1 Minute Möglichkeit, um Fragen zu beantworten. Und wir würden euch vorschlagen, trotz der Tatsache, dass es eine Personenwahl ist, das in 2 Blöcken zu machen, die wir jeweils mit Handzeichen abstimmen. Ist das ein Widerspruch da hinten? Oder? Ich sag, das ist ein guter Hinweis. Ich gebe das noch dazu. Wir haben bislang tatsächlich für 5 Plätze einmal 5 Leute, die kandidieren, was die Delegierten angeht, und bei den Ersatzdelegierten sind es im Moment 4 Leute auf 5 Plätzen. Ich fange mal an mit den Kandidatinnen für die Delegiertenplätze. Da muss eine Person aus dem LAFO dabei sein, machen. Als zweites Antje Karpek, dann Sibylle Stephan, Daniel Gollasch und André Schulze. Das sind die 5 Leute, die auf die 5 Plätze für die Delegierten zum Länderrat kandidieren. Die Ersatzdelegierten sind im Moment Irma Franke Dressler, Aferdita Suka, Daniel Wesner als Mitglied des Landesvorstands und Ben. An der Stelle wäre noch ein 5. Platz für eine Frau, wenn sich noch eine Frau findet, die spontan als Ersatzdelegierte für den Länderrat kandidieren möchte. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das auch kein Beinbruch, dann machen wir Ersatzdelegierte nur mit 4. Ich stelle die Frage nochmal, ob alle damit einverstanden sind, diese 2 Wahlen, einmal die Delegierten und einmal die Ersatzdelegierten, in 2 Blöcken mit Handzeichen und nicht schriftlich ab. Dankeschön. Und dann gehen wir über zu den Vorstellungen. Jeweils, wie ich gesagt habe, 3 Minuten und dann 1 Minute die Möglichkeit, um Fragen zu stellen. Und Bettina, du wärst die Erste und hättest das Wort. Ja, kurz. Der Länderrat ist ein, wie soll ich sagen, etwas unterschätztes Gremium im Großen und Ganzen, der bei Weitem nicht die spannenden Debatten normalerweise hat, wie wir sie bei unseren Bundesparteitagen haben. Nichtsdestotrotz sollten wir ihn aufwerten und sollten wir ihn ernst nehmen. Und ich würde insofern sehr gerne wieder hingehen, einfach um als Berliner Landesvorsitzender zu schauen, dass wir uns auch einbringen in die Debatten, dass wir auch vielleicht ein bisschen was hier vorbereiten, denn ehrlich gesagt, so wie der Länderrat jetzt manchmal stattfindet, bleibt er unter dem Niveau, das er haben könnte. Und ich hätte es gerne, dass wir das in Zukunft ein bisschen ändern, dass wir auch da spannende Debatten führen, dass wir uns da auch ein Stück weit darauf vorbereiten, wenigstens mal die Delegierten untereinander überlegen, was da zu tun ist, wir das auch vielleicht mal mit dem LAFO beraten. So, und jedenfalls in diesem Sinne wäre ich dankbar, wenn ihr mich da wieder hinschicken würdet. Danke. Keine Fragen vorliegen, dann wäre Antje die Nächste. Auch du hast 3 Minuten. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Ich gebe Bettina recht, der Länderrat ist noch ein unterschätztes Gremium. Ich glaube aber, dass das so nicht bleiben kann, und zwar aus einem einfachen Grund. Wir sind als Grüne gerade an einem historisch einmaligen Punkt. Noch nie waren wir in der Mehrheit aller Bundesländer an der Regierung beteiligt. Grün regiert, Grün wirkt. Allerdings ist das Problem, dass wir auf der Bundesebene in der Opposition sind und dass dadurch, ihr erinnert euch an die letzte BDK, Diskussionen zum Beispiel beim Thema Asylkompromiss aufgekommen sind, die eins deutlich gemacht haben, nämlich, dass wir neue Gremien und neue Instrumente der internen Kommunikation finden müssen. Da hat sich der BUFO mit Bund-Länder-Foren und anderen Konstrukten schon mal ein paar Gedanken gemacht. Aber als Abstimmungsgremium, glaube ich, wird auch der Länderrat künftig eine wichtige und eine neue Rolle spielen müssen. Und deshalb
freue ich mich, wenn wir den auch mit unserer Berliner Sicht stärken können. Was bedeutet das für Berlin konkret? Wir alle schauen natürlich mit besonderen Augen nach Baden-Württemberg. Dort wird im März 2016 gewählt. Wir alle wünschen uns, dass wir dort wieder den nächsten grünen Ministerpräsidenten stellen. Was aber nicht sein kann, ist, dass bis zu dieser Wahl in Stuttgart der Deckel auf alles gelegt wird und danach kann man sich dann wieder Dinge trauen, die man sich davor nicht getraut hat. Das würde uns nämlich genau in unseren Sommerspielen und in unseren Wahlkampf, ich nenne mal ein Thema, bei dem ich die Befürchtung habe, dass es genau in diese Richtung gehen könnte, das Thema TTIP. Die Abstimmung steht dann im Bundesrat wahrscheinlich im Sommer 2016 an. Ich glaube, dass wir hier noch großen Diskussions- und Kommunikationsbedarf haben und da wünsche ich mir, dass sowohl Bettina als auch ich als auch andere dann deutlich machen, dass unser Nein zu TTIP auch weiterhin gilt. Und deshalb glaube ich, wird es darum gehen, auch in einem grünen Länderrat bundespolitisch die Weichen dafür zu stellen, so zu stellen, dass wir möglichst erfolgreich in Berlin im September 2016 in die Wahl ziehen können. Und dafür bitte ich euch um euer Vertrauen. Danke. Ja, liebe alle, ich bin Sibylle, Sprecherin der LRG Europa und möchte uns gerne als Delegierte beim Länderrat vertreten, weil sich auch in dem Gremium der Stellenwert der Europapolitik bei uns in den parteiinternen Strukturen entscheidet und weil, das haben ja meine beiden Vorrednerinnen auch schon gesagt, gerade hier auch die für Berlin wichtigen Themen im Bund zwischen den Bundesländern dann ausgehandelt und werden. So. Berlin ist eine europäische Stadt und in Berlin sollten wir Grüne am lautesten und gegen jeden rechten Populismus für mehr europäisches Miteinander werben. Gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, in den Bezirken und jeden Tag zu zeigen, was europäische Solidarität vor Ort eigentlich bedeutet und wie Menschen aus ganz Europa und auch aus anderen Ländern unsere Stadt bereichern. Schließlich sind wir die Europapartei. Was aber bedeutet der Anspruch Europapartei eigentlich? Das Ergebnis unseres Europawahlkampfs war so okay. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele Aktive, noch schlapp und geschwächt vom Bundestagswahlkampf, schwer zu begeistern waren. Klar ist, die Aktiven sind die, die für Europa begeistert sein müssen, um die Stadt zu begeistern. Innerhalb der BRG und auch in unserer Berliner LRG Europa fragen wir uns deshalb, wie wir Europa der Basis näher bringen können. Neben offenen programmatischen Fragen, also wollen wir einen europäischen Bundesstaat, wollen wir komplett offene Grenzen, wie sieht das Sozialeuropa aus, gibt es vor allem strukturell viel zu tun. Wie wird deutlicher, dass Europa eine Entscheidungsebene ist, die uns täglich betrifft? Und mit dieser Frage im Hinterkopf möchte ich uns als Delegierte auf dem Länderrat vertreten. Ich bin in der LRG aktiv und in Neukölln zu Hause. Als Basismitglied bekomme ich im KV mit, was uns in den Bezirken bewegt. Aber ob Mieten, Klimaschutz oder Flüchtlingspolitik, grüne Richtungsentscheidungen kommen häufig von der Bundesebene. Und anders als die BDK ist der Länderrat konkreter auch an parteiinternen Aushandlungen zwischen den Ländern beteiligt. Hier braucht Berlin mit seinem weltoffenen, solidarischen und kritischen Spirit eine starke Stimme. Außerdem muss der Infofluss stimmen, damit die Bundespartei sich nicht von der Basis wegbewegt. Die Delegierten müssen mit einem Stimmungsbild aus dem Landesverband teilnehmen und die bundespolitischen Entwicklungen zurück in den Landesverband tragen. So sehe ich meine Aufgabe als Delegierte, wenn ihr mich unterstützt. Vielen Dank. Danke, Sibylle. Dann kommen wir zu den Männern im Bunde und der erste wäre Daniel. Daniel Gollasch, da bist du. Ja, es haben ja schon einige geunkt, der Länderrat wäre so ein bisschen langweilig, der wäre eigentlich auch gar nicht so richtig wichtig. Ich habe das eigentlich anders erlebt. 2013 im Bundestagswahlkampfjahr haben wir hier in Berlin in den Uferstudios im Wedding den Auftakt für einen sehr engagierten Wahlkampf hinbekommen. In Bamberg zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben wir dann klar gemacht, warum genau wir in Deutschland einen Politikwechsel mit grüner Handschrift brauchen. Diesen Politikwechsel, den wir 2013 in Deutschland verpasst haben, den hat Deutschland im Jahr 2017 umso nötiger. Das wisst ihr besser als ich. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Vorher werden in Bremen, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und natürlich nicht zuletzt hier in Berlin
die Landesparlamente neu gewählt. Diesen Wahlmarathon in den Ländern, verbunden mit einer inhaltlichen Neuaufstellung auf Bundesebene, würde ich gerne in den kommenden 2 Jahren im Länderrat begleiten. Einbringen in den Länderrat kann ich Wahlkampferfahrung. 2013 war ich Wahlkampfkoordinator meines Kreisverbandes Mitte und als Direktkandidat im Wedding bei der Abgeordnetenhauswahl 2011 konnten wir das Ergebnis von 10% auf 19% fast verdoppeln. Im Übrigen würde ich 2016 diesen Wahlkreis gerne direkt gewinnen. Mitnehmen aus dem Länderrat will ich viele konkrete Ideen und Konzepte, die in anderen Landesverbänden funktioniert haben, die uns hier im Abgeordnetenhauswahlkampf 2016 und den 12 BVV-Wahlkämpfen nutzen können. Dafür baue ich auf eure Unterstützung, hoffe auf eure Stimme und sage, so es denn klappt, schon mal vielen Dank. Danke, Daniel. Als letztes aus dem schönen Neukölln, André. Liebe Freundinnen und Freunde, Antje hat es gerade schon erwähnt, die Grünen 2015 zeichnen sich auch vor allem durch eins aus: Wir sind so stark in den Bundesländern wie nie zuvor. In allen 16 Landtagen vertreten und mit dem Erfolg in Hamburg vermutlich bald auch an neuen Landesregierungen beteiligt. Doch gleichzeitig sind grüne Bundespolitikerinnen nicht immer so ausreichend präsent, wie wir uns das alle vorstellen wollen. Im Bund dominieren in den letzten Monaten verständlicherweise außenpolitische Themen. Euro-Rettung in Griechenland, Ukraine-Krise, Kampf gegen den IS. Da fällt es einer Opposition immer schwer zu punkten und innenpolitische Themen zu platzieren. Erst recht, wenn die Kräfteverhältnisse von Opposition und Koalition so eindeutig sind. Dabei ist es uns durchaus gelungen, in den letzten Monaten mit einem Thema eindeutig aufzutreten. Das ist TTIP. Mit einer klaren Positionierung haben wir unsere Einwände vorgebracht und waren als politische Alternative für die Menschen im Land sichtbar. Das müssen wir auch bleiben, darauf hat Antje schon hingewiesen. Doch auch in anderen Politikfeldern muss uns das wieder stärker gelingen. Ob bei grünen Kernthemen wie Klimaschutz und Energiewende oder bei der Griechenland-Politik. Ob bei sozialer Gerechtigkeit oder mangelnden Investitionen in die Zukunft. Wir müssen als Gegenpol zur Politik der Großen Koalition und als starke Opposition wahrnehmbar sein. Denn starke grüne Länder brauchen auch starke Grüne im Bund. Künstlich eröffnete Debatten um ein stärkeres Gewicht der Landesregierung gegenüber der Bundespartei halte ich daher für gefährlich. Es kann kein Gegeneinander von Bund und Land geben. Wer sehen möchte, wie eine Partei mit starken Landesfürsten, aber schwacher Bundespartei aussieht, soll sich mal die SPD angucken. Wir brauchen ein gemeinsames Auftreten von Bund und Ländern für starke Grüne im ganzen Land, um erfolgreiche Politik zu gestalten. Dafür möchte ich auch im Länderrat eintreten, wo ich euch bereits die letzten 2 Jahre vertreten durfte und eure Berliner Interessen vertreten konnte. Denn gerade für uns Berlinerinnen und Berliner wird es 2016 wichtig sein, mit einer starken grünen Opposition im Bund an unserer Seite in den Wahlkampf zu ziehen, um möglichst viele Berlinerinnen und Berliner von uns zu überzeugen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist André Schulze, ich bin 27 Jahre alt, wie schon erwähnt, komme aus dem KV Neukölln und bin dort Vorstandssprecher und bitte euch nun um eure Unterstützung. Dankeschön. Danke, André. Damit kommen wir zur Abstimmung über die Delegierten zum Länderrat. Bettina, Antje, Sibylle, Daniel und André. Und wie angekündigt und mit euch vereinbart, machen wir das jetzt im Block per Handzeichen. Und wer diese 5 als unsere Delegierten zum Länderrat schicken will, den bitte ich und die bitte ich jetzt um das Handzeichen. Dankeschön. Wer ist dagegen? Jürgen, bist du? Ja? Ist noch jemand dagegen? Will sich jemand enthalten? Dann ist das so mit 3 Enthaltungen und keinen Nein-Stimmen beschlossen. Dann. Achso, ich glaube, ich muss noch fragen, ob ihr die Wahl annehmt. Nehmt ihr die Wahl an? 2-mal habe ich gesehen. André, Sibylle, Daniel, nimmst du die Wahl an? Gut, dann haben wir das. Dann kommen wir zu den Ersatzdelegierten. Da hatte ich vorher schon vorgelesen, Irma Franke-Dressler, Afedita Suka, Daniel Wesner und Benedikt Lux haben sich bislang dafür gemeldet und treten an. Ich sage nochmal hier, es ist noch ein Platz für eine Frau offen.
Also wenn sich Frauen noch dazu bereit erklären und Lust haben, auf den Länderrat zu fahren, in dem Fall im April, jetzt nächsten Monat ist er in Berlin, also man muss auch gar nicht so weit und es geht um Europa, ein sehr spannendes Thema, dann könnt ihr euch gerne auch noch während der folgenden Reden melden. Dann 25. April, sagt Antje noch, und dann könnten wir das am Ende noch machen, aber für den Moment würde ich jetzt Irma das Wort geben. 3 Minuten. Ja, schönen Dank. Ihr kennt mich ja vielleicht, Irma Franke-Dressler aus dem Kreisverband Steglitz-Zehlendorf und die Vorgängerin von Bettina und Daniel als Landesvorsitzende und inzwischen aber auch sehr fröhliche Rentnerin. Ich war für euch im Länderrat, als ich Landesvorsitzende war. Ich war auch Stellvertreterin, das heißt, ich kenne dieses Gremium und ganz im Gegensatz zu dem, was Bettina gesagt hat, halte ich es doch weiterhin für wichtig und ich fand es eigentlich auch, Daniel hat es ja gesagt, ich fand es nicht sehr unspannend und ich glaube, es wird in Zukunft immer wichtiger sein. Es wurde ja schon gesagt, wir sind in vielen Landesparlamenten mit in der Regierung vertreten und ich glaube, ein Zusammenspiel der Länder und ein Zusammenwirken der Länder ist wirklich wichtig auf vielen Themenfeldern. Es sind einige genannt worden, die wichtig sind. Ich möchte noch 2 hinzufügen. Ihr wisst, dass wir die neuen Stromtrassen für die Energiewende brauchen. Und wir wissen auch, dass der Bayern sagt, 2 minus x, mehr wollen wir nicht. Und das x wird ja nun durch Herrn Seehofer definiert, wahrscheinlich irgendwann mal. Und das nächste ist ein Thema, was auch in den Ländern virulent ist und trotzdem auf Bundesebene behandelt wird. Bildungspolitik, Hochschulpolitik, alles Dinge, wo wir uns unter den Ländern abstimmen können. Ich kenne den Länderrat, ich kenne diese Partei, ich weiß, wie die Politik unserer Partei ist. Ich glaube und ich hoffe, dass ich nicht sehr oft viele vertreten muss, nach den vielen engagierten Reden der Vertreterinnen und Vertreter, die ich heute hier gehört habe. Ich weiß aber um die Dinge und ich weiß, worum es geht. Das heißt also, wenn ich gefragt werde, dann werde ich sicherlich auch ganz schnell im Thema drin sein können. Ich kann nur eins sagen, den ersten Länderrat am 25. April werde ich mit Sicherheit nicht machen. Da habe ich nämlich Geburtstag. Ansonsten würde ich mich freuen, von euch gewählt zu werden. Danke, Irma. Dann hättest du, Afferdita, das Wort. 3 Minuten für dich. Hallo. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, wie gesagt, mein Name ist Afferdita Zucker. Ich werde mich vielleicht persönlich ein bisschen ausführlicher vorstellen als die anderen, weil mich vielleicht noch nicht so viele kennen. Ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Kreisverband Dempo-Schöneberg und dort sozialpolitische Sprecherin der Fraktion. Mein Schwerpunkt ist Soziales, obwohl ich in mehreren anderen Ausschüssen auch mitwirkte, wie Wirtschaftsausschuss, Gesundheitsausschuss und Integrationsausschuss. Beim Thema Soziales engagiere ich mich vor allem im Bereich Flüchtlingspolitik und Wohnungslosenhilfe. Ich habe mich heute sehr gefreut über unseren Leitantrag, Leitantrag zur Wohnungspolitik, der diese Zielgruppen Wohnungslose und Flüchtlinge oder überhaupt Bedürftige, sozial schwach, sehr stark im Fokus hatte und damit auch klar gemacht hat, dass oder sagen wir es mal so, es nicht so damit umgeht, wie zurzeit die Bundesregierung das macht und sagt, die Kommunen und Länder sind zuständig oder bei uns eben die Bezirke beim Thema Wohnungslosenhilfe, sie sollen halt umsetzen. Ja, es ist so, dass beispielsweise beim Wohnungslosenhilfe die Bezirke zuständig sind, aber ja, die Bezirke können auch nicht zaubern. Insofern war ich heute sehr froh, dass wir mit dem Antrag eben verstanden haben, ja, wir wissen, zuständig für die Umsetzung sind vielleicht die Bezirke, aber im Leitantrag wurde ganz klar und deutlich, wer und wo was noch zu tun ist und dass eben Landesebene und weitere Ebenen da mittun müssen und es nicht so leicht getan werden kann nach dem Motto, die Länder und Kommunen sind zuständig und wir sehen da keinen Handlungsbedarf, was die Bundesregierung zum Beispiel zu diesem Thema macht. Ich habe jetzt dieses Thema angesprochen, weil mir das natürlich so besonders wichtig ist und vielleicht noch einiges zu mir berufliches, was ich so bisher gemacht habe. Ich habe 4 Jahre für die Senatsverwaltung gearbeitet zum Thema gute Arbeit und zum Thema Flüchtlingspolitik, Arbeitsmarktpolitik
Ich kann mich noch weiter inhaltlich einbringen im Bereich, in Themenbereichen wie Familie, Frauenpolitik und Zeitpolitik. Vor allem, ich habe gehört, dass das Thema Zeitpolitik auch eine Rolle spielen wird im Länderrat. Und da würde ich mich unter anderem auch gerne einbringen wollen, da ich beruflich schon Erfahrungen habe als Referentin zuletzt beim Paritätischen Gesamtverband, dort konzeptionell zu diesen Themen auch gearbeitet habe. Also ich habe ein breites Wirken in sozialen Themen und würde gerne das Angebot auch annehmen von Bettina, weil ich nicht so viel Erfahrung habe mit dem Länderrat, dass man sozusagen eine Vorbereitungsgruppe da hat und dann entsprechend sich trifft und das vorbereitet. Und ansonsten wichtig wäre mir einfach, dass da auch Bezirkspolitik vertreten ist, weil wir gesehen haben, wie beim Leitantrag Wohnungslosenpolitik, es ist wichtig, eben, dass auch von der Ebene, wo umgesetzt wird, auch Menschen kommen und sozusagen mitwirken auf anderen Ebenen, wo tatsächlich dann die Regeln gemacht werden oder die Gesetze gemacht werden, also dieser Kommunikationsfluss auch stattfinden. Daher freue ich mich auf, würde mich sehr freuen, wenn ich da mitwirken kann und wenn ihr mir eure Stimme geben würdet. Vielen Dank. Danke, Aphrodita. Für den Landesvorstand würde Daniel sich bewerben. Du hast das Wort. Ja, ich mache es ganz kurz. Habe ja heute schon genug geredet. Ihr müsst wissen, es gibt Doppelspitzen. Da ist genau austariert, wer macht welches Thema und wer ist für was zuständig. Und alles ganz schwierig. Bettina und ich handhaben das ein bisschen anders. Wenn der eine nicht kann, springt die andere ein oder umgekehrt. Und auch in diesem Fall würde ich das gerne so halten, sollte Bettina aus welchen Gründen auch immer nicht zum Länderrat fahren können, was ich mir nicht vorstellen kann, dann würde ich gerne stellvertretend für Sie daran teilnehmen. Vielen Dank. Danke, Daniel. Vorletzter wäre Benedikt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Benedikt Lux. Ich bin parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen Abgeordnetenhausfraktion. Ich gehe auch davon aus, dass Antje zu allen kommenden Länderraten fahren wird. Aber falls sie nicht können sollte, dann würde ich sie gerne vertreten, um den Informationsfluss mit der Fraktion zu gewährleisten. Und das ist ja auch ein spannendes Gremium. Ja, mal schauen und hören, wie sich die Thüringer machen, wie sich die Hessen machen, wie sich die Hamburger machen. Mit denen hätten wir auch ein spannendes Thema zu diskutieren, über das wir bei dem heutigen Parteitag nicht diskutieren. Die Sportsfreunde unter euch wissen, was ich meine. Und natürlich sind auch noch spannende Landtagswahlen stehen an, die Baden-Württemberger und die Rheinland-Pfälzer Anfang nächsten Jahres und Sachsen-Anhalt. Und ich bin mal richtig gespannt oder würde mich freuen, wenn eine rechtspopulistische Strömung, die sich ja auch in eine Partei niederschlägt und in Berlin zum Glück noch nicht so angekommen ist, wenn man es da schafft, dass sie nicht mehr in die Landtage kommt, dann haben wir eine Menge erreicht und wir Grünen haben noch heute gezeigt, dass wir ein schönes Gegenmodell zu sind. Bis später. Dankeschön. Dann haben wir auch hier noch eine fünfte Person gefunden, und zwar Hanna Steinmüller hat sich spontan bereit erklärt, noch zu kandidieren, und auch du hättest 3 Minuten. Hallo, ich bin Hanna. Ich bin vor 3 Minuten auf die spontane Idee gekommen, dass es wichtig ist, dass wir zeigen, dass der Länderparteirat Stellung hat und dass wir deswegen alle Plätze nutzen, die wir haben, und deswegen kandidiere ich hier. Das ist meine erste LDK-Rede, sie ist rhetorisch noch nicht ausgefeilt. Ich bitte es zu entschuldigen. Ich komme aus dem KV Mitte. Ich bin über den Europawahlkampf zu den Grünen gekommen, habe mit sehr viel Leidenschaft. Wir hatten diese großen Banner im Straßenwahlkampf und Kneipenwahlkampf gemacht. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich glaube, wenn das Thema Europa ist, kann ich da viel einbringen. Ich war gerade in Lettland ein Semester, habe das genossen. Mein eigentliches politisches Schwerpunktthema ist soziale Teilhabe. Ich habe nach meinem Abitur ein Jahr in Marzahn gearbeitet mit jungen Erwachsenen im Hartz-IV-Bezug. Arbeitsmarkt und Sozialpolitik wird im Bund entschieden und ich glaube, dass wir Grünen im Bundesrat dafür kämpfen sollten, dass wir Teilhabe durch Arbeit und Teilhabe mit Arbeit verwirklichen. Das können wir hier im Landesverband auch machen, aber ich glaube, effektiver ist es, wenn wir das auch im Bund angehen.
Und deswegen finde ich das wichtig, dass wir uns da vernetzen. Zu mir persönlich, ich studiere Sozialwissenschaften, ich bin Stipendiatin der Böll-Stiftung. Bin wie gesagt relativ neu und ich würde einfach dafür werben, dass wir auch neue Ideen von außen oder einen frischen Blick reinbringen, nicht nur Menschen wählen, die schon sehr lange in der Partei sind, sondern auch immer wieder den Blick schärfen für die, die vielleicht nur grünen nah sind, aber nicht so richtig dabei. Genau, es wurde mal diskutiert, eine neue Quote einzuführen. Ich könnte mich als Quote wählen, auch wenn es die Quote noch nicht gibt. Und ansonsten freue ich mich über eure Stimme, über euer Vertrauen und werde mich bemühen, es umzusetzen. Danke. Dankeschön, Hanna. Dann haben wir da 5 Vorstellungen gehört und kommen auch an der Stelle jetzt zur Abstimmung im Block zu allen 5. Wer dafür ist, Irma, Afrodita, Daniel, Benedikt und Hanna als unsere Ersatzdelegierten zum Länderrat zu schicken, der hebe jetzt bitte den Stimmzettel. Wer ist dagegen? Ja, runternehmen. Also, und niemand dagegen, sehe ich. Dann noch die Frage Enthaltungen. Dann ist das so bei 4 Enthaltungen beschlossen. Herzlich, wieder die gleiche Frage erneut. Nehmt ihr die Wahl an? Wo seid ihr? Nehmt ihr die Wahl an? Hanna sagt ja. Ja, 2, 3, 4, habe ich sie jetzt? Irma habe ich. Afrodita, ja, so, Hammer. Gut, wir kommen.